Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass Konami den steilsten Fall in der Gaming-Branche aller Zeiten hingelegt hat. Mit Spielereien wie Silent Hill, Contra, Castlevania oder Metal Gear Solid waren sie einer der ganz großen mit einer ebenso großen Fanbase. Mittlerweile würde aber, denke ich, niemand mehr von sich behaupten, dass er Konami-Fan sei, und das Interessante hierbei ist, dass sie sich das alles in nur einem Jahr zerschossen haben. 2015, das Jahr, in dem Konami unterging. Wir schauen uns heute in diesem Video an, wie ein so renommiertes Unternehmen zu einem der unbeliebtesten der gesamten Industrie werden konnte und förmlich in der Irrelevanz verschwand. Es ist eine Geschichte von Verrat und dem Willen, so viel Geld wie möglich zu verdienen, ohne auf die Konsumenten Rücksicht zu nehmen. Legen wir los. Bevor wir in 2015 anfangen, müssen wir dann aber doch ein wenig die Zeit zurückspulen, um das alles ein wenig besser zu verstehen. Konami wurde 1969 gegründet und haben am Anfang einfach Jukeboxen vermietet. Heavy. Irgendwann haben sie sich aber an Arcade-Spielen versucht und hatten da komplett Erfolg mit. Ihr kennt doch sicherlich Frogger, ein Klassiker, und wurde damals von Konami entwickelt. Relativ früh in ihrer Laufbahn brachten sie das erste Castlevania in die Arcades, das maßgeblich für ein gesamtes Genre an Videospielen werden sollte. Das Genre der Metroidvania-Games, sogar zur Hälfte nach Castlevania und zur anderen Hälfte nach Nintendos Metroid benannt. Das Genre zeichnet sich durch eine große, zusammenhängende Umgebung aus, in der man sich mit Fähigkeiten vorkämpfen muss, die man mit der Zeit bekommt. Spiele wie Hollow Knight oder Ori and the Blind Forest würden heute beispielsweise gar nicht existieren, wäre es nicht für Castlevania. Konami war schon immer groß im Arcade-Segment, Dance Dance Revolution ist beispielsweise auch von ihnen. Ihr wisst schon, diese Geräte, an denen man tanzen kann, buchstäblich in jeder Arcade-Halle zu finden. Mit der Zeit verteilte sich der Fokus der Videospiele aber vor allem im Westen von den Arcade-Hallen weg zum Heimkonsolenmarkt, und da hörte Konami natürlich auch nicht auf, rauszuballern. Silent Hill hat Maßstäbe in Sachen der Horrorgames gesetzt. Gerade durch die eingeschränkten Möglichkeiten des Spielers und die damit rübergebrachte Hilflosigkeit wurde einfach eine super creepy Atmosphäre erzeugt. Diese Einschränkungen zeigen sich auch in den Visuals des Spiels. Oft ist es einfach super dunkel oder ganz berühmt der Nebel in Silent Hill, der einen die Sicht einfach komplett versperrt. Konami hat eine super große Bandbreite zu bieten gehabt, seien es die Pro Evolution Soccer Games, die immer ein wenig scuffed waren, weil sie die Lizenzen für Fußballvereine nicht hatten, oder Bomberman, das sie nach dem Kauf von Hudson Soft innehat. Das gesamte Yu-Gi-Oh! Trading Card Game wurde von Konami produziert und dementsprechend auch ein Großteil der Yu-Gi-Oh! Videospiele. Es gibt aber kein Franchise, das so für Konami steht wie Metal Gear. Und genauso sein Erschaffer, Hideo Kojima. Die Spielereihe hatte ebenfalls, wie so vieles in den Arcade-Tagen, seinen Anfang. So richtig Aufmerksamkeit bekommen hat die Reihe aber spätestens mit dem Spiel Metal Gear Solid für die PS1, was so eines der bestbewertetsten Spiele für das System wurde und dementsprechend damals sehr große Wellen geschlagen hat. Herausgestochen hat das Game vor allem, weil es was gemacht hat, wovor viele Videospiele damals zurückgeschreckt haben. Es hat eine Geschichte erzählt in Form von langen Cutscenes. So lange Cutscenes, dass es fast schon eine Art Kino-Feeling hatte. Das Spiel ist nur so übersät von Dialogen, und wo viele eventuell denken könnten, dass so etwas viele Spieler zurückschreckt, ist es genau das, was Metal Gear Solid so besonders gemacht hat. Die Reihe bekam Ableger nach Ableger, nahezu alle von ihnen bekamen eine unfassbar gute Bewertung, natürlich weiterhin mit Kojima als Kopf hinter der Reihe, der das Konzept des ersten Ablegers immer mehr erweiterte. Es fühlte sich in den Spielen wirklich so an, als würde man eine Geschichte hautnah verfolgen und hatte allgemein einen sehr künstlerischen Touch. Beispiel wäre hier die berühmte Stelle aus Metal Gear Solid 3, wo man buchstäblich 2 Minuten am Stück einfach nur eine Leiter hochklettert, gepaart mit einem wunderschönen Soundtrack. Diese Atmosphäre ist schon was ganz Besonderes. Kojima war nicht einfach ein Game Director, der das als seinen Job sah und mehr nicht. Er war ein Künstler und gefühlt alles, was dieser Mann angefasst hat, wurde zu Gold. Das merkte auch Konami und ernannte ihn zum Executive Vice President der Firma. Es konnte quasi kein Spiel mehr erscheinen, ohne dass Kojima da seinen Segen geben muss. Wieso laber ich euch jetzt aber damit zu, obwohl es ein Video darum ist, wieso Konami abgestürzt ist? Ganz einfach, weil ich ganz klar machen will, an welchem Punkt in der Branche dieses Unternehmen stand, um den Abstieg noch weiter zu verdeutlichen. Der ließ nämlich nicht lange auf sich warten. Das, was ihr hier gerade seht, ist Dragon Collection, ein Mobile Game von Konami aus dem Jahre 2010. Innerhalb von nur 2 Jahren hat es das Spiel geschafft, über 7 Millionen registrierte Nutzer zu erreichen, mit einem Profit, der sich ebenso in den Millionen befand, obwohl das Spiel Free-to-Play war. Der
aufsteigende Mobile-Markt hat Konamis Aufmerksamkeit erlangt. Es sind Spiele, die keine hohen Kosten, geschweige denn Zeit in der Entwicklung benötigen, auf der anderen Seite aber hohe Gewinne einfahren. Eventuell wäre es zeitgemäßer und gleichzeitig rentabler, einfach diesen Weg einzuschlagen. Auf der anderen Seite stand die Division von Kojima. 2012 wurde Metal Gear Solid Ground Zeroes angekündigt, was das Prequel des damals noch unangekündigten Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain sein sollte. Im selben Atemzug stellte Kojima die Fox Engine vor, mit der das Spiel entwickelt wurde. Er sprach davon, dass es revolutionär für Konsolenspiele sei und man größere Projekte nun in einem viel engeren Zeitfenster verwirklichen konnte. Es ist quasi das Treffen zweier Welten innerhalb desselben Hauses. Auf der einen Seite stand der Wunsch, sich auf den rentableren Mobile-Markt zu fokussieren und auf das schnelle Geld mit wenig Aufwand zu setzen. Auf der anderen Seite stand aber Kojima, der große Hoffnungen in AAA-Spiele legte und Konsolengaming immer weiter vorantreiben wollte. Nachdem Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain nun auch angekündigt wurde, standen jetzt zwei große Metal Gear Solid Releases 2014 und 15 an, die Kojima beide betreut. Das war's aber noch nicht. 2014 erschien ebenfalls die Demo eines Spiels namens P.T., ein Horrorgame, das mit der Fox Engine entwickelt wurde. Das Besondere hierbei ist, dass als man die Demo durchgespielt hat, der Screen weiß wurde und kurzerhand ein neues Silent Hill Spiel mit dem Namen Silent Hills angekündigt wurde. Ebenfalls unter der Führung von Kojima. Der Mann hat also drei große Spiele auf einmal unter seinen Fittichen und ist quasi the man für Konami. Es sieht ziemlich gut aus für Kojima und vor allem für Konami, könnte man sagen. Kommen wir zu 2015. Anfang des Jahres wurde Hideki Hayakawa der neue CEO von Konami. Er ist eine Person, der den neuen Kurs von Konami extrem stark vorangetrieben hat und direkt nach seiner Übernahme das gesagt hat: Wir werden die Entwicklung von Handyspielen aggressiv vorantreiben. Es macht keinen Sinn mehr, den Markt mit Multiplattform-Titeln aufzuteilen. Handys werden die Brücke zwischen der breiten Öffentlichkeit und der Gaming-Welt sein. Er sprach sogar davon, dass er sich auf den Metal Gear Solid 5 Release diesen Jahres freue, sich aber wünschen würde, dass die Metal Gear Reihe fortan auf Mobile-Plattform erscheint. Der neue Kurs von Konami war klar: Umsatzsteigerung mit so wenig Risiken und Aufwand wie möglich. Natürlich birgt eine große Investition in Projekte immer ein gewisses Risiko. Allein The Phantom Pain soll um die 80 Millionen Dollar gekostet haben. So ein Risiko gibt es bei Mobile Games einfach nicht. Kojima auf der anderen Seite war mit diesem Kurs natürlich gar nicht einverstanden, da er schon immer ein Creator war, der wirklich Werke erschaffen wollte, die ihn erfüllen. Das geben ihm Mobile Games einfach nicht, weshalb es immer mehr zwischen Konami und Kojima bröckelte. Sein Name wurde von jeglichen Metal Gear Solid 5 Promomaterial entfernt und sogar vom finalen Boxart des Spiels. Außerdem wurde die PT-Demo überall entfernt und die Arbeiten an Silent Hills, wie man später erfahren hat, komplett eingestellt. Metal Gear Solid 5 kam September 2015 raus, aber anstatt dass gefeiert wurde, war der Release überzogen von Drama, der dann endgültig in Kojimas Kündigung von Konami im Oktober mündete. Was für ein Verlust das für Konami ist, hat man auch direkt gemerkt, dass das Spiel zwei Auszeichnungen bei den Game Awards 2015 bekommen hat. Einmal für die beste Musik und einmal für das beste Action-Adventure-Game des Jahres. Das Krasse hierbei ist, dass Kojima selbst die Auszeichnungen nicht annehmen durfte und der Voice-Actor von Snake das für ihn übernehmen musste. As you noticed, Hideo Kojima is not here with us tonight, and I want to tell you a little bit about that. Mr. Kojima had every intention of being with us tonight, but unfortunately he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. Allein diese Aktion ist Sinnbild dafür, was aus Konami geworden ist. Nach der Trennung von Kojima war Konamis Image sowieso schon am Grund und Boden und ihr Vorgehen nach 2015 machte es nicht besser. Sie zogen ihr neues Businessmodell gnadenlos durch. Keine Risiken mehr, alles schnell machen für maximalen Profit. Das neue Castlevania, ein Mobile Game. Echt nicht das, was sich die Fans der Reihe gewünscht haben. Contra Release aus 2019, Arsch, sehr hingerusht und echt nicht gut. Silent Hill von Kojima wurde zwar gecancelt, aber Konami hält das Franchise trotzdem am Leben. In Form von Slot Machine. No joke, Konami vertickt Silent Hill themed Gambling Maschinen, weil, achso, ja. Ich bin mir sicher, das ist das, was die Fans wollten. Die Krönung des Ganzen? Metal Gear Survive. Das erste Metal Gear Spiel ohne Kojima im Team und es war Arsch. Seelenlos, einfach irgendwas hingeschissen, einfach kein gutes Spiel. Hinzu kommen noch zahlreiche Mobile Games, die Konami released hat und bis heute mit Updates füttert. Seit
2015 kam kein großes, erfolgreiches Spiel mehr raus. Stattdessen wird sich nur noch auf Gambling konzentriert, auf Mobile Games und darauf, seine Franchises noch irgendwie mit halbgaren Produkten zu melken. Das für mich Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass es auch noch funktioniert. Konami hatte mit dem Fiskaljahr 2022 sein umsatzstärkstes Jahr der letzten Dekade. Die Businessmänner da oben können sich also freuen, denn an sich haben sie alles geschafft, was sie wollten. Den Umsatz maximiert und den Konzern rentabler gemacht. Leider auf Kosten der Kunst und der Fans, die sie erst dahin gebracht haben, wo sie heute stehen.